Dann kommen wir auch schon zum letzten Kapitel, zu Raum und Form. Und hier geht es um den Zirkus. Der Zirkus kommt nach Bad Aibling. Zur Genehmigung schickt der Zirkusdirektor den nebenstehenden Lageplan an die Stadtverwaltung, um den nötigen Platzbedarf zu übermitteln. Bestimmen Sie den Radius des Zirkuszeltes. Rauskommen muss Radius 10,82 Meter. Also die, die das Ergebnis nicht rausbekommen, die können dann mit dem richtigen Ergebnis ja weiterrechnen, aber wir versuchen natürlich, uns die zwei Punkte zu holen und das Ergebnis rauszubekommen. Also hier auf der rechten Seite seht ihr die Skizze. Hier ist anscheinend das Zirkuszelt, das ist rund und das ist angegeben mit der Fläche A, und zwar 367,79 Quadratmeter. Das ist hier das Zelt, dann sind hier 5 Meter Platz, hier sind 5 Meter Platz, hier ist der Eingangsbereich und hier stehen die Wohnwägen. Okay, ja, also die Fläche haben wir ja gegeben. Dann können wir in der Merkhilfe hier gucken, unter Figurengeometrie. Wir machen jetzt hier Berechnungen am Kreis. Und zwar haben wir ja die Fläche gegeben, dieses A. Und dieses R müssen wir ja ausrechnen. Also brauchen wir diese Formel hier. A ist gleich R² mal Pi. Dann schreibe ich die Formel erstmal nochmal hin. Und ja, ihr habt ja hier einen Kreis, also das Zirkuszelt ist ja rund und wenn man jetzt hier die Fläche markiert, dann hat man die ganze Fläche, die ist gegeben, das ist A, ich glaube das waren 367,79, oder? Wenn ich jetzt das nicht vergessen habe, 367,79, genau. Und ausrechnen muss ich, ja, also das hier ist der Umfang vom Kreis, sollte man auch wissen. Dann, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein schöner Kreis, aber das ist dann der Durchmesser. Und was ich ausrechnen muss, ist die Hälfte vom Durchmesser. Also hier ist der Mittelpunkt und das ist der Radius. Der Durchmesser ist übrigens dann der Radius mal 2. Vielleicht brauchen wir das auch noch irgendwann im weiteren Verlauf. Und das hier muss ich jetzt ausrechnen. Also ich muss quasi von dem hier zu dem hier kommen. Und zwar mit Hilfe dieser Formel. Ich würde euch empfehlen, immer erst umzustellen und dann die Zahlen reinzuschreiben. Weil wenn ich jetzt mit immer 367,79 hinschreibe, es dauert viel länger, wie wenn ich einfach nur A hinschreibe. Und lasst euch da Zeit, übt es zu Hause. 80% von Mathematik ist einfach nur üben, dass man das selber mal gemacht hat. Und das Erste, was ich machen muss, ich muss halt dieses Pi, weil ich muss ja das R ausrechnen, also muss ich das isolieren und alleine auf einer Seite stehen haben, muss ich das Pi erstmal hier wegbringen mit der Gegenoperation. Hier ist es multiplikativ, also muss ich es teilen und auf die andere Seite bringen. Dann steht hier auf der linken Seite A geteilt durch Pi und auf der rechten Seite steht R² nur noch. Jetzt tausche ich das einfach mal um, weil ich möchte ja das R ausrechnen, dann tausche ich die Seiten, das darf ich ja. Dann steht hier A geteilt durch Pi. Und dann muss ich noch die Wurzel ziehen, um dieses hoch 2 wegzubekommen. Dann steht da, R ist gleich die Wurzel aus A durch Pi. Und dann kann man die Zahlen eintragen. Unter die Wurzel schreibe ich 367,79 und Pi, ja, Pi ist ja 3,14 und so weiter. Ist ja eine feste Zahl, die unendlich lang ist. Und ich hoffe, dass mein Taschenrechner das packt, sowas einzugeben. Also ich habe 367,79 und das teile ich durch Pi. Dann kommt raus 117,07 und davon muss ich jetzt noch die Wurzel ziehen. Und dann komme ich auf 10,82, weil hier steht die 9 an dritter Nachkommastelle, runde ich auf 10,82 Meter. Und das ist, glaube ich, auch das Ergebnis, was wir suchen. Genau.
Dann haben wir die ersten zwei Punkte schon gecheckt. Jetzt geht's weiter. Das Zirkuszelt besteht aus einem 4,50 Meter hohen und annähernd zylinderförmigen Grundkörper mit einem kegelförmigen Dach. Hier ist das kegelförmige Dach, hier ist der Grundkörper. Die Gesamthöhe des Zeltes beträgt 8 Meter. Am Zelt sind umlaufend Abspannseile, diese Abspannseile hier, im Abstand von 80 cm angebracht, die im Boden verankert sind. Berechnen Sie, wie viele Abspannseile für das Zelt nötig sind. Okay. Also ich habe ja hier diesen zylinderförmigen Grundkörper, an dem werden die hier angebracht, also nicht hier oben am Kegel, sondern hier werden die angebracht. Und im Abstand von 0,8, also von 80 cm. Und genau, also was ich brauche, ist dieser Kreisumfang hier. Ich habe jetzt schon die Fläche und ich habe auch schon den Radius ausgerechnet. Ich brauche jetzt diesen Umfang, den Kreisumfang, damit ich die Abstände ausrechnen kann. Ich weiß ja, ich habe, damit ich die Anzahl der Seile ausrechnen kann. Also ich weiß ja, wenn ich diesen Kreisumfang durch 80 cm teile, dann weiß ich, in wann oder wie viele Seile ich da anbringe. Und deswegen brauche ich, wie gesagt, zuerst mal den Kreisumfang. Das steht hier auch, die Formel. U ist gleich 2 mal R mal Pi. Das schreibe ich mir vielleicht auch nochmal hin. Also da brauchen wir jetzt diesen Teil, den wir hier aufgeschrieben haben, doch. Und halt nochmal Pi rechnen. Ich muss jetzt hier nichts umstellen, weil ich möchte ja, dieses U suche ich ja. Also muss ich einfach nur reinschreiben, was ich schon weiß, und dann ausrechnen. Okay, dann gehe ich wieder in meinen Taschenrechner rein und rechne jetzt hier einfach weiter. Also ich rechne jetzt hier nochmal mal Pi und mal 2. Das müsste dann der Umfang sein, 67,98. Meter müsste der Umfang sein, und der Abstand ist ja 0,8 Meter, und deswegen muss ich jetzt um die Anzahl der Seile, die nenne ich jetzt mal n, zu bestimmen, muss ich diesen Umfang durch 0,8 teilen, weil das ja der Abstand ist, wie gesagt. Und dann habe ich das Ergebnis geteilt durch 0,8. Ich brauche also 85 Seile, also 84,98 wegen der dritten Nachkommastelle. Ich kann das erstmal so hinschreiben, 84,98. Aber das macht keinen Sinn, weil wir haben ja nur ganze Seile. Und dann gehe ich halt auf 85 Abspannseile. Okay. Nächste Aufgabe. Laut aktuellen Hygienebestimmungen muss für jeden Besucher in geschlossenen Zelten ein Luftvolumen von mindestens 10 Kubikmeter zur Verfügung stehen. Berechnen Sie, wie viele Besucher unter diesen Bedingungen maximal pro Veranstaltung eingelassen werden dürfen. Für diese Aufgabe müssen wir das gesamte Volumen erstmal wissen, also die gesamten Kubikmeter. Und wir haben ja eine Zylinderform, eine Kreiszylinderform, und wir haben eine Kreiskegelform für das Dach oben. Und dann haben wir hier die Formel gegeben, also das Volumen hier berechnet man mit G mal H. Also hier diese Grundfläche, die wissen wir ja schon, die haben wir errechnet aus Radius im Quadrat mal Pi. Da haben wir diese Grundfläche hier unten, und die rechnet man einfach, multipliziert man einfach mit der Höhe. Und hier unten beim Kreiskegel, da rechnet man das Volumen aus, indem man ein Drittel, weil das ja hier nicht das gesamte Volumen hier ist, sondern das geht ja dann nach oben so zusammen zu einem Kegel. Deswegen ein Drittel mal Grundlinie mal Höhe.
Und ihr seht ja, genau so ist dieses Zelt ja zusammengesetzt. Hier 4,50 Meter Höhe haben wir diesen Zylinder, diesen Kreiszylinder. Und die restlichen 8 minus 4,5, also die restlichen 3,5 Meter Höhe, haben wir diesen Kreiskegel. Also am besten, man schreibt sich erstmal die Formel hin. Das ist jetzt Aufgabe 3. Wir brauchen ja das Volumen V. Und zwar brauchen wir das Volumen von beiden Teilen, also von dem Kreiskegel und von dem Kreiszylinder. Also brauchen wir einmal G mal H und dann brauchen wir noch einmal ein Drittel mal G mal H. Und ja, statt G könnte man auch A schreiben, weil damit ist ja die Fläche gemeint. Also die Grundfläche wahrscheinlich. G ist gleich A. Und dann kann ich eigentlich schon einsetzen, weil ich muss ja nicht umstellen, ich muss ja dieses V suchen. Da kann ich für G einsetzen, was ich da ausgerechnet habe oder was ich am Anfang schon gegeben hatte. 367,79 mal 4,5 Meter Höhe plus ein Drittel mal 367,79 mal 3,5 Meter Höhe. Und dann kommt als Volumen raus, wenn ich das alles zusammenrechne, 367,79 mal 4,5 plus, Klammer auf, 1 durch 3 plus, nicht plus, mal 367,79 mal 3,5, Klammer zu, und dann kommt raus ein Volumen von 2084,14 Kubikmetern. 2084,14 m hoch 3. Und dann steht ja in der Aufgabenstellung drin, dass pro Besucher 10 Kubikmeter zur Verfügung stehen müssen. Also müssen wir, um die Anzahl der Personen zu errechnen, diesen Betrag durch 10 noch teilen. Also wir brauchen jetzt wieder die Anzahl n Besucher. Dann nehme ich die 2084,14 Kubikmeter und teile sie durch 10. Und dann kommt raus, das kann ich im Kopf ausrechnen, 208,414. Und hier müssen wir jetzt abrunden, weil es gibt ja keine halben Personen oder geteilten Personen. Also wir gehen hier jetzt runter. Lieber eine Person weniger statt eine Person mehr. 208 Personen zugelassen. Maximal. Okay. Durch unachtsame Lagerung der Plane für das Zirkusdach sind Schäden an dieser entstanden. Berechnen Sie die Fläche der neu zu bestellenden Plane.